Herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade Warband auf dem Krado, Folge 2 mit mir, dem Nere, dem kranken Nere. Folge 1 hat nicht geleckt bei den Kämpfen, woo! Und mein Husten hat man auch nicht gehört. Man hat ein kurzes Knack-Knack gehört, das ist halt das Mikro, das sich immer wieder einschaltet. Tut mir leid, aber ganz ehrlich, die Alternative ist das Husten und das ist grausig. Daher bin ich einigermaßen zufrieden. Habe ich gerade Sound? Ja, doch. Die Musik ist komplett weg. Das wundert mich gerade ein bisschen. Musik, wo bist du? Du bist so schön. Ach, da ist er wieder. Gott sei Dank. So, ich habe jetzt bis auf in drei Städten überall ein Gewerbe. Und werde jetzt Richtung Saraniden Empire zurückreiten. Königreich, Sultanat, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja doch, Sultanat. So, ja, und hier sind die Steppenbanditen. Oh, diese scheiß Steppenbanditen. Ich hasse sie. Die schlimmsten Gegner, die man am Anfang finden kann. Denn die sind alle beritten. Und wenn man da mit Infanteristen ankommt, ja, das ist nicht so schön. Deswegen habe ich selber meine Kavallerie-Armee aufgestellt. So, hier ist wieder jemand gelevelt. So krassers Chief. Das muss jetzt aber langsam das letzte Level sein, ja. So, 27 Dinare. Kannst du, wie vergleiche ich dich mit meinen 14, 10? Du hast 0 Punkte hier immer noch drin. Das ist aber ein krasses, ne krasser Unterschied. Weil diese Lebenspunkte, die zusätzlichen, die man hier kriegt, sind doch schon ziemlich groß. Also die werde ich relativ bald auflösen. Ich löse die gleich auf. Warum? Ich meine, ich brauche die nicht. So. Und jetzt ist mein Ziel, eine stärkere Armee aufzustellen. Siehst, ich habe gar nicht geguckt. Mein Bekanntheitsgrad ist 86. Das könnte schon reichen. Könnte auch problematisch werden, weil ich eine Frau bin. Denn man hat das in der 0.1 Folge gehört. Oder gesehen, besser gesagt. Der Emir Attis, der Lord von Bari, hier oben. Ja, der hat ein paar nette Sachen über mich gesagt und hat danach in einem Duell gegen mich den Kürzeren gezogen. Und war danach nicht so ganz von mir überzeugt. Aber hey, Sachen passieren. Hoffentlich ist der Sultan anders drauf. Warte mal, wo ist überhaupt der Sultan? Hier, ich muss mal mit dir quatschen. Warte, nein, nein, stopp. So, hallo, ich bin Nirewa. Ich möchte mit dir reden. Und wo ist denn der Hakim? Okay, der Sultan reist gerade nach Charis. Dann reise ich doch mal hinterher. Und diesmal mit Hyperspeed. So, da ist er doch. Da ist er doch. Ich habe ihn doch genau gesehen. Kommen Sie mal her, Herr Sultan. Ich bin Nirewa. Und er sagt jetzt auch schon was anderes als der Emir Attis. Der Attis hat nämlich sowas gesagt, du bist eine Frau, weiß dein Mann eigentlich, dass du seine Rüstung trägst und ich glaube, du wirst sehr wahrscheinlich verprügelt werden, wenn du wieder nach Hause kommst. Und der Hakim sagt halt was anderes. Er sagt, du bist nicht adlig, aber ich suche trotzdem nach guten, ja, Männern, die für mich kämpfen, wenn ich ihnen vertrauen kann, wenn sie mir ihr Vertrauen zeigen können oder beweisen können. Okay, er sagt, ja, er hat noch nicht zugestimmt. Er sagt aber, dass ich ein guter Anführer bin. Ich scheine ein guter Anführer zu sein. Und für eine Frau in Kyradia ist das sehr selten oder nicht gewöhnlich, dass das so ist. So. Die Frauen
führen aber auch das Kommando von Armeen, wenn ihre Ehemänner oder Väter getötet werden oder... Ja, da ist mir gerade das Wort entfallen. Wenn die gefangen genommen werden, so rum. Okay. Aha. Daran kann ich mich jetzt schon gar nicht mehr erinnern, dass das jetzt passiert. Das ist lustig. Denn es ist in Kyradia so, dass die Frauen, die führen zwar die Armeen, oder können die Armeen führen, die bekommen aber kein Lehen. Würde er das machen, würde er, also wäre er das Gespött von Kyradia, in ganz Kyradia. Und, puh, jetzt kann ich natürlich sagen, was passiert, wenn ich eins der feindlichen Burgen einnehme, mit Gewalt. Dann kann ich sagen, was passiert, wenn ich einen der Lords heirate, die unter ihm stehen. Oder ich kann sagen, ja, vielleicht wird einer der anderen Könige mir ein Lehen geben. Oder ich kann sagen, ich möchte unter deinem Banner kämpfen, selbst ohne ein Lehen. Und jetzt kann ich einfach mal fragen. Und wenn ich eine Burg einnehme, dann wäre es möglich, dass er mir die gibt. Oder dass ich die behalten darf. Was passiert, wenn ich einen der Lords heirate? Na, dann ja, heiratest du halt einen der Lords, aber... Aber das macht keinen Unterschied, der gibt mir trotzdem keinen Lehen. Gut, er gibt mir den Hinweis, dass wenn einer der anderen Könige verzweifelt ist und wirklich Leute sucht, dass ich dann vielleicht einen Lehen kriegen würde. Aber auf der anderen Seite, wenn sie verzweifelt sind, haben sie eh nicht viele Lehen zum Vergeben. Ich möchte aber trotzdem für dich kämpfen. Jawohl, und genau das sagt er eigentlich nämlich, wenn man ein Mann ist und ihn fragt, ob man, also wenn man das Level schon hat, den Bekanntheitsgrad. So, und jetzt schwöre ich halt den Eid auf ihn. Und, ja, bla bla bla, Eid, genau. Das ist immer das Gleiche, also bis auf der Satz halt für das Saraniden-Königreich oder Sultanat oder für das Swadia-Königreich halt immer ein anderer König. Aber der Rest bleibt gleich. So. Jetzt habe ich kein Lehen, ne? Das war doch jetzt, das habe ich doch jetzt. Moment, wie hat man Charaktere? Genau. Kein Lehen. Aber jetzt würde ich sagen, suche ich mir mal ein Dorf aus, das relativ zentral liegt. So wie Tamnu oder Sekta. Ich würde fast eher sagen Tamnu. Werde jetzt da hinreisen, beziehungsweise nee, ich suche mir noch nicht eins von denen jetzt aus. Huch, genau, ich bin jetzt ein Adliger, eigentlich nicht wirklich, aber irgendwie doch, aber irgendwie auch nicht. Naja, deswegen kann ich jetzt einen Banner tragen. So, und hier gibt es einige Banner zur Auswahl. Das hier finde ich immer sehr schön. Also das Wappen sieht immer extrem schick aus auf den Rüstungen oder den Schilden. Es gibt aber noch ein paar andere, die auch extrem schick sind. Man kann es auch, glaube ich, abbrechen, ne? Mit Escape, genau. Dann lasse ich das erstmal. Denn die Benachrichtigung kommt alle paar Tage. Also keine Sorge. So, und bevor ich jetzt mir hier ein Dorf aussuche, gehe ich erstmal hier rein und gucke, wie weit der Älteste weg ist. Da ist der Älteste. Okay, das ist jetzt nicht so weit. Denn je nachdem, jedes Dorf sieht ein bisschen anders aus. Und manchmal sind die Ältesten auf einem Berg. Und ich zeige euch mal kurz, was passiert, wenn man hier auf den Berg reiten will. Und das ist jetzt noch ein kleiner Hügel im Vergleich zu den Bergen, die es in anderen Dörfern gibt. Also sucht euch ein Dorf aus, wo man relativ schnell an den Ältesten rankommt, wenn ihr Vanilla spielt. Mit Mods kann man das auch so einstellen, dass man direkt mit den Ältesten sprechen kann, ohne hier in das Dorf direkt vorher reinzugehen zu müssen. So. Dieses Dorf sieht jetzt schon gar nicht schlecht aus. Ich guck mir mal noch die anderen an. So. Wo ist hier der Älteste?
Hallo? Da, fuck. Hallo, Ältester? Und hier geht's nämlich schon los. Keine Ahnung, wo der... Bist du der Älteste? Nee, du bist doch... Wo zur Hölle ist hier der Älteste? Und hier geht's nämlich schon los. Keine Ahnung, wo der ist. So ein Dorf würde ich spontan einfach ignorieren. Denn, ja. Oder ich bin blind. Kann auch sein. Zur Hölle ist hier der Älteste. So, gehen wir mal in die Richtung. Kurz hier rum. Bist du da hinten? Nee, ne? Da ist er. Der ist da drin. Okay, dieses Dorf wird ignoriert. Aber sowas von. Jetzt gucke ich mal, ob der wirklich da drin ist. Und wenn ja, dann... Aua. Ja, der ist echt hier drin. Okay. Sekte wird ignoriert. Denn das dauert mir einfach zu lange. Das ist das Geld jetzt hier, was ich bekommen habe durch die ganzen Gewerbe. Wenn man keine Gewerbe hat, hat man nur Ausgaben und kein Einkommen. Also man sieht, ich habe jetzt 7.100 Gold gemacht, bin jetzt wieder auf knapp 8.800. Also Geldprobleme sollte ich keine haben. Aber man hat auch in den ersten Folgen gesehen, es geht relativ schnell, wenn man Punkte in Gefangennahme das hier packt. Je höher die Punkte sind, desto für jeden Punkt kann ich 5 mehr Gefangene nehmen. Also 50 Gefangene insgesamt, wenn ich da 10 Punkte drin hätte. Das heißt, man macht, wenn man 50 Gefangene hat, 10.000. Nee, Blödsinn, 5.000. Wenn man die Sea Raiders, also hier hinten, diese Leute hier so ein bisschen abfarmt, macht man extrem viel Geld. So, wo stand ich jetzt? Tamnu, ne? Tamnu, genau. Dann zeigt mal bitte, wie das Dorf... Ah, eine Steigung. Wo zur Hölle ist der? Okay. Dieses Dorf würde spontan bei mir auch rausfallen. Wenn ich das hier so sehe. Wo auch immer, da ist der. Boah. Nee, du, das Dorf fällt irgendwie auch raus. Ja, ich nehm das Dorf hier. Schibal. So. Und dann fange ich da jetzt mal an, Aufgaben zu erledigen. Beziehungsweise doch mal, ja. Natürlich, mag mich hier niemand. So. Also im Vergleich zu all den anderen Dörfern hier, einfach hinreiten, anklicken. Hast du eine Aufgabe? Fertig. So, eine Aufgabe. Wie viele Tiere brauchst du? 6 Tiere. 6 Kühe. Und man sieht schon, ich habe die Aufgabe angenommen und schon mag mich von 0 auf 3. Das mag jetzt keinen Unterschied machen. Aber für das Spiel macht das einen großen Unterschied, denn jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, Freiwillige zu finden. Und schon folgen mir 3. Wenn ich die Quest abgebe, wird das wieder passieren, weil das wieder steigt, habe ich wieder die Möglichkeit. Und so kann man immer, wenn man gerade Leute braucht, erst hingehen ins Dorf, Freiwillige suchen, zum Ältesten gehen, Quest annehmen, wieder Freiwillige suchen, Quest abschließen und nochmal Freiwillige suchen. Und die Quest, die er mir jetzt gegeben hat, da soll ich Tiere kaufen. So, oh Gott, wo war der hier? Ach, der war da hinten, ne? Genau. Jetzt mal im Vergleich dazu, wie lange ich brauche, um da hinzukommen. Ja, so, ja, ich muss hier sogar noch, ja, wenden. Also so, oh Gott, manövrieren. So, ich möchte ein paar Tiere kaufen, du hast 7. Okay, dann kaufe ich dir, ja, ein Tier lasse ich euch. Waren doch 6, ne? Genau, 6. Und jetzt sage ich... Tiere. So. Und das ist immer... Das ist noch eine der einfacheren Quests von der...
Naja, die Quests allgemein sind so ein bisschen. Ja, da muss man immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Es gibt noch andere Quests, da werde ich auch in der nächsten Folge mal ein paar machen. Um euch einfach mal zu zeigen, wie bescheiden die doch sein können, wenn man Pech hat. So, aber jetzt gehe ich erstmal zu dir und gebe die Quest ab. Und jetzt kann ich wieder sagen, gibt es Freiwillige? 3 Stück. Hast du weitere Aufgaben? Eine weitere Aufgabe. Diesmal soll ich die Leute trainieren, denn Banditen kommen und wollen das Dorf angreifen. Und jetzt mögen sie mich schon, haben sie schon 11 und wieder Freiwillige und wieder 3. Und so kann man das halt immer weiter erhöhen. Ich habe jetzt dadurch 9 Freiwillige geholt. Ich weiß gerade, ja doch, 9 Freiwillige. Also es geht schon recht fix später, wenn man das, wenn die Dörfer einen wirklich mögen, geben sie einem auch, wenn man gerade Glück hat, auch schon entweder abgegradete Einheiten, also keine Rekruten mehr, sondern schon höhere Level, Infanteristen, Bogenschützen, sowas eben. Oder wenn man richtig viel Glück hat, kriegt man Massen an Einheiten, also 40, 50 Rekruten auf einmal. Das ist dann schon, da freut sich der General in mir. Weil er denkt, juhu, neue Einheiten. Ich würde jetzt aber mal sagen, das war es erstmal für die zweite Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. So, warte mal, ich gucke mal kurz noch was. Ah ne, kann ich hier gar nicht machen. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dann.